Herzlich willkommen zum erneuten Video. Ich bin Malermeister Andi und heute wieder auf einer meiner Baustellen. Wir sollen hier haufenweise Wände beschichten und wie du siehst, mache ich das mit dem Airless-Gerät und zwar mit der SF33 Plus von der Firma Wagner, gepaart mit Tempspray. Falls du Tempspray nicht kennen solltest, kannst du dir so vorstellen, der Schlauch, da ist eine Heizung drin, bis zu 40 Grad. Stopp. Freunde, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, denn ich habe am Lehntag ein wenig die Zahlen verdreht. Das möchte ich nicht so stehen lassen. Das Ding kann nicht bis 40 Grad, sondern bis 60 Grad hoch. Und wichtig ist dabei auch zu beachten, was ich auch nicht erwähnt habe, du darfst den Flammpunkt von deinem Material natürlich nicht mit Tempspray überschreiten. Also wenn du einen Lack verarbeiten solltest, wo dann draufsteht, ja, bis 30 Grad, dann kannst du natürlich nicht 50 Grad einstellen. Darauf solltest du unbedingt achten. Das war's von meiner Seite aus. Weiter geht's. Da wird das Material, was es spritzen, halt erwärmt. Dadurch verändert sich die Viskosität, also es wird flüssiger dadurch. Dadurch brauche ich viel weniger Bar und im Endeffekt weniger Overspray. Das ist der große Vorteil. Und noch ein weiterer Vorteil, scheinbar aus der Pistole geschossen. Du musst dich im Vorhinein nicht mit dem Material auseinandersetzen. Muss ich das jetzt verdünnen, muss ich es nicht verdünnen? Das übernimmt halt das Tempspray für dich. Aber nun kommen wir erstmal zum Wandaufbau. Wie du sehen kannst, im Hintergrund Gipskarton. Den haben wir auf Q2 gespachtelt, anschließend natürlich auch geschliffen. Und grundiert deswegen, um einmal den Staub zu binden und natürlich auch ein gleichmäßiges Saugverhältnis zu haben. Die Farbe kommt von der Mega, die 300 Speed. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrung, auch beim Spritzen wegen Overspray. Ich finde immer, da macht die Farbe auch sehr, sehr viel aus, ob ich viel oder wenig Overspray habe. Kannst du mal deine Erfahrung in die Kommentare schreiben. Aber so eine Erfahrung habe ich halt gemacht, wenn du sehr, sehr gute Farbe hast, dass du auch weniger Overspray hast. Wie gesagt, Mega Speed. Farbton nicht weiß, falls sich der Farbton interessieren sollte im Nachhinein. Das ist von der Ferrell & Ball Karte 264 angemischt. Alles soweit vorbereitet, nur eine Frage vielleicht noch, die du dir selber stellst. Warum SF33 Plus und keine andere Maschine? Die SF33 Plus ist halt eine Membranpumpe und ich mag die Vorteile einer Membranpumpe. Der erste Vorteil, der mir immer sofort einfällt, ist halt extrem wartungsarm. Das mag ich sehr, sehr gerne. Des Weiteren ist es ein Dauerläufer, sprich du hast dauerhaft immer den gleichen konstanten Druck und das spiegelt sich halt auch beim Spritzbild wieder. Und des Weiteren kann die Maschine auch mit kleinstem Material in Betrieb genommen werden, also ungefähr 58% weniger zu einer Kolbenpumpe. Spiegelt sich dann zum Beispiel beim Lackieren wieder. Wenn du nur 2 Liter brauchst zum Lackieren, musst du nicht erst einen riesen Eimer unterstellen. Und da der erste Liter gefühlt geht erstmal in die Maschine rein. Das ist bei der Membranpumpe halt nicht so. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Aber lang genug gesprochen, wir legen los. Nochmal kurz zur Info für euch. Auch immer oft gestellte Frage. Wir spritzen mit einer 517er Düse. Und als Pistole habe ich hier die Vector Pro. 2 Verlängerungen habe ich hier drauf. Wir haben eine Deckenhöhe von circa, das sind ungefähr 3 Meter, bisschen mehr. Und hinten haben wir noch einen Raum. Da kommt dann der Apparat hier. Da siehst du ja schon, 2 Meter Verlängerung, weil wir da noch eine größere Deckenhöhe haben. Und ja, wir legen los. So, die ersten 66,710 Quadratmeter sind gespritzt und auch nachgerollt. Und für die Quadratmeterzahl haben wir jetzt unter 10 Minuten gebraucht und wir haben uns jetzt auch nicht wirklich angestrengt. Also ganz locker, ganz Suche vorweg und no front. Aber den Kollegen, den ich hier habe, der ist nicht mal Handwerker, also der hat es nicht mal gelernt. Von daher ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, was Zeit angeht, wenn man es denn wirklich will. Aber so wirklich Suche vorweg. Knapp 67 Quadratmeter in unter 10 Minuten. Also ich glaube, das würde mit der Rolle absolut gar nicht funktionieren. Jetzt kommt der Rest noch dran. Das sind jetzt nochmal so ungefähr 120 Quadratmeter, die wir hier in den Raum spritzen müssen. Und dann gehen wir nach hinten. Weiter geht's. Erster Anstrich ist fertig, Maschine etc. ist alles schon wieder sauber. Wir haben jetzt Wochenende, also ruhen wir uns ein bisschen aus, bevor es Montag gleich weitergeht. Wir sehen uns gleich wieder.
Montag, es geht weiter. Maschine ist schon ready. Alles soweit vorbereitet. Wir haben noch ein paar Ecken versiegelt und ein, zwei Stellen nachgeklebt. Und wir können loslegen. Zweiter Spritzgang. Dann können wir alles abnehmen, was wir nicht mehr brauchen an Klebematerial, also die Folie etc. pp. Und dann ist die Bude schon fertig hier. Daher, let's go. So, rucki zucki sind wir auch schon wieder fertig. Die Maschine ist auch schon wieder blitzeblank. Ich brauche dafür immer nur zwei Eimer und 10 bis 15 Minuten, dann ist die Maschine wieder schier. Wenn dich das Thema interessiert, schreib es gerne unten rein in die Kommentare. Da mache ich da gerne nochmal ein separates Video von. Ansonsten sind wir auch durch. Abdeckmaterialien sind alle schon wieder ab, alle in den Mülltüten. Wir müssen noch die Maschine einladen und dann ist auch schon wieder Feierabend für heute. In dem nächsten Video geht es dann eher um den Boden hier. Da habe ich auch schon Videos zu hochgeladen, wie wir das ganze Ding hier gefräst haben. Verlinke ich dir sonst mal in der Infobox oder auch gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Däumchen nach oben, da würde ich mich freuen. Ansonsten, wenn du irgendwelche Fragen hast, immer unten rein in die Kommentare. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Du kannst auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren, damit du keinen Content mehr verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.